wollen. Ein paar kleine Wörtchen mehr hat in den kommenden 90 Minuten für Sie Frank Rundhefer dazu. Viel Spaß. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Herbert-Neuberger-Stadion. 7 Monate sind es noch bis Ostern und trotzdem brauchen wir heute schon eierfrei nach Olli Kahn oder etwas niveauvoller ausgedrückt. Charakter ist heute gefragt, wie Thomas Bramel gesagt hat. Es geht darum, nicht abreißen zu lassen und hier steht es ganz deutlich. Entweder wir lassen jetzt die Köpfe hängen oder Punkt, Punkt, Punkt. Also der Blick auf die Aufstellungen und wir beginnen mit dem ersten FC Saarbrücken. Der Klottner im gewohnten 4-4-2-System im Tor. Daniel Batz von links nach rechts. Mario Müller, Steven Zellner, Marco Kehl-Gomez und Sascha Wenninger. Das Mittelfeld links, Mendler in der Mitte, Zeitz und Perdedei Doppel-6. Rechts die Veränderung. Tobi Jennecke kommt rein für Mandy und vorne Eisele und Jakob, auch Sebastian Jakob neu für Karl in der Partie. Die SVE spielt mit Franke Lehmann im Tor und von links nach rechts Lukas Kohler, Mike Edelseder, Oliver Stang, Innenverteidigung rechts Nils Winter, Doppel-6 mit Grech und Dürholz. Davor 3 Mann aufgestellt, Meha Feil und Tekerci vorne Koffi. Das Ganze ein 4-2-3-1. Dass Roland Seitz heute hier auf den Rasen schickt. So viel zu den Fakten. Und der Blick auf die beiden Teams, angeführt vom Schiedsrichter gespannt Timo Lemmle. An der Pfeife die Assistenten heißen Dennis Bauer und Jochen Rottner. Und schauen Sie, da haben wir den Kapitän des 1. FC Saarbrücken, Manuel Seitz. Gerade Papa geworden, Lias, der Sohn. Schlaflose Nächte hatte er, gab er unumwunden zu, aber das darf keine Ausrede sein. Auf dem Platz heißt es fit sein, vor allem nach der Niederlage in Homburg. Vergangene Woche das Derby verloren, der 1. FC Saarbrücken und die klare Ansage. Haben wir vorhin auch schon von Dirk Klottner in der Eröffnung gehört, das geht darum. Nicht das zweite Derby in Folge zu verlieren. Und da Sebastian Jakob neu in der Startelf, Knieprobleme, danach muskuläre Schwierigkeiten. Jetzt kommt er so langsam in den Fitnessbereich, den er sich selbst vorstellt. Und die zweite Veränderung heißt Tobias Jennecke auf der Seite für Alexandre Mendy. Der wie einige andere auch in Homburg vergangene Woche, da haben wir Tobias Jennecke nicht wirklich überzeugen konnte. Und bei der SV Elversberg gar keine Veränderungen. Das gleiche System, das gleiche Personal wie beim 3-2-Erfolg über Freiburg vergangene Woche. Das Momentum ohne Frage. Und das wissen Sie alle, liebe Fußballfreunde, liegt aktuell bei der SV Elversberg. Die haben gezeigt, wie man aus einem Loch wieder rauskrabbelt. Zwischenzeitlich sogar Tabellenletzter der Regionalliga und das als Favorit. Na, das war schon wirklich heftig, was man da bei der SVE erlebt hat. Lukas Kohler, ehemaliger Saarbrücker. Insgesamt 151 Mal lief der in Blau-Schwarz auf. Jetzt ist er ein Elversberger. Und das Team 10 Punkte aus den letzten 4 Partien geholt. Hat sich wieder gefangen und ist damit ja Anschauungsbeispiel im Grunde für den heutigen Gegner, für den 1. FC Saarbrücken, der auch weit hinter den Erwartungen zurückhinkt. Und Sie sehen es im Moment nicht, aber im Block des 1. FC Saarbrücken, da ist jetzt ein Transparent zu sehen. Vielleicht kann uns das die Regie kurz noch mal einfangen. Entweder wir lassen jetzt die Köpfe hängen oder wir geben gemeinsam Vollgas und glauben noch dran. Danke, Markus Verhall in der Regie hat das Bild für Sie. Und das ist das Motto für heute. Gewinnen heißt es für den 1. FC Saarbrücken. Vornehmlich, aber natürlich will das auch die SVE. Wir freuen uns auf 90 spannende Minuten hier im Hermann-Neuberger-Stadion zwischen dem FCS und der SVE. Da haben wir den Unparteiischen noch mal ganz prominent. Timo Lemmle, der zählt noch mal durch. 11 gegen 11, so sollte es sein. Alles andere wäre ungewöhnlich. Ihnen und uns viel Freude, viel Spaß mit diesem Derby. Jetzt geht's los. Der FC in Blau-Schwarz von rechts nach links. Elversberg in ja, Real Madrid-Weiß. Und sicher bemüht, eine weiße Weste zu bewahren, gerade in den Anfangsminuten. System haben wir genannt.
4-2-3-1 bei der SVE gegen 4-4-2 beim FCS und die Elversberger im Ballbesitz. Und wir hoffen auf ein ähnlich stimmungsvolles und energetisches Derby, wie es auch letzte Woche schon bei der Partie Homburg gegen Saarbrücken war. Winter sucht Koffi. Tekerci. Wenninger. Und Grech mit dem Schussversuch. Besser rein in diese Partie. Saarbrücken natürlich geknetscht nach dem 1:2 beim FCH. Und Dirk Lottner, klare Ankündigung, was bei der SVE funktioniert hat, bei Roland Seitz und seinem Team, sich wieder zu finden. Das kann auch sein Team. Heute darf es Schritt 1 sein aus Sicht der FC-Fans, die im Übrigen mucksmäuschenstill sind hier in den Anfangsminuten. Zuschauerzahl geschätzt vom Reporter. Ich denke mal, so 5000 werden das sein. Hier der Blick in den Fanblock des FC. Abwartend die Anhänger. Foulentscheidung. Sebastian Jakob an Luca Dürholz. Und das macht bei Elversberg nur einer. Und der heißt Alban Meha. Wunderschönes Freistoßtor vergangene Woche gegen Freiburg. Ruhende Bälle, sein Geschäft. Verbreitet aber keine Gefahr in dieser Szene. Alban Meha auf der linken Seite kommt langsam richtig in Tritt zu Saisonbeginn. Noch mit ein paar Fitnessproblemen. Rückstand hat er aufgeholt. Und Jänicke zu Eisele. Jakob. Jänicke. Saarbrücken will einen Eckball nach diesem Zweikampf, aber Timo Lemmle deutet es eindeutig an. Abstoß. Fabian Eisele letzte Woche auch nicht wirklich zum Zug gekommen. Gegen den FC Homburg. Bisschen verhungert da vorne im Sturm. Sein Pendant Marcel Kahl. Ganz unglücklichen Tag erwischt. Die Konsequenz. Heute zunächst mal nicht dabei, nicht mal im Kader. Aber auch der wird sich wieder reinkämpfen. Denkpause für den Saarbrücker Keeper von seinem Trainer, Dirk Lottner. Mario Müller. Gut zugestellt von den Elversbergern. Mendler, durchsetzungsstark. Immer noch Mendler. Mendler mit Jakob. Nochmal Mendler. Zum ersten Mal läuft der Ball flüssig beim ersten FC Saarbrücken. Und dann ist oft er beteiligt, Markus Mendler, letzte Woche mit diesem sensationellen Freistoßtor gegen den FC Homburg. Wird immer stärker. In den vergangenen Wochen deutliche Formsteigerung
Jakob angeschlagen. Und Freistoß für die Gastgeber. Und jetzt kommen die Fans des FC. Steven Zellner hat den Elfmeter liegen lassen gegen Homburg beim Stand von 1:2 aus Sicht der Saarbrücker. Perdedei. Zweiter Ball für Müller. Mendler. Achtung, Möglichkeit für Eisele. War noch leicht abgefälscht, diese Hereingabe von Markus Mendler. Es ist eine schwere Zeit für die Anhänger des FCS. Nach der Meisterschaft im vergangenen Jahr werden es hier wieder Freistoß gibt für Saarbrücken. In der Relegation gescheitert danach an 1860 München. Hier Koffi gegen Zeitz. Und dann einfach nicht diesen Flow, diesen Lauf mit in die neue Saison reinretten können. Aber das haben wir so oft erlebt bei Teams, die die Meisterschaft errungen haben oder in die Relegationsspiele hineinkamen und dort scheiterten. Manu Zeitz mit einer kleinen Verletzung da am Jochbein. Und so ist man jetzt auf der Suche nach dem goldenen Gral. Wie kann diese Mannschaft wieder zu sich selbst finden? Mendler. Zeitz, da ist er schon wieder. Immer noch scheint da das Jochbein zu schmerzen. Frank Lehmann im Tor, der SVE muss nicht eingreifen gegen diesen Kopfball von Manuel Zeitz. Jänicke gegen Kohler. Mit Ballgewinn. Aber die Elversberger gut aufgepasst. Aber geht's hin und her? Benninger. Geschubst von Koffi. Richtige Entscheidung. Freistoß erbunden. So, wer packt das erste Würstchen auf den Grill? Das ist die Frage. Neunte Spielminute läuft. Beschnuppert haben sie sich jetzt. Händler. Und ich weiß, viele Fans des FC können es nicht mehr hören, aber dennoch, es bleibt ein Faktum. Behrens und Schmidt fehlen an allen Ecken und Enden. Da wird erst mal deutlich, was die alles weggerackert haben, wie viele Laufwege die angeboten haben. Und wenn es mal schwierig wurde, konnte man da immer den langen Ball spielen. Weil man wusste, entweder der eine oder der andere, Schmidt oder Behrens, die gehen. Und dieses Element fehlt so ein wenig bei Saarbrücken. Roland Seitz hat da ganz andere Sorgen. Denn seine Mannschaft, das hört man aus dem Umfeld, absolut intakt. Gute Stimmung, trotz dieser Krisenwochen. Koffi. Und Zellner mit für den Schiedsrichter tolerablem Einsatz. Darum Abstoß für Daniel Batz. Jakob. Eisele. Gestellt von Kohler. Zunächst mal alles okay, dann zu heftig der Einsatz des Saarbrückers. Drei Tore in fünf Spielen von Fabian Eisele. Guter Einstand von der
Nachverpflichtung, kann man ja sagen. Weil der FC akute Not hatte in vorderster Front. Wochenlang nahezu ohne Stürmer gespielt. Alle angeschlagen. Und dann haben Markus Mann, der sportliche Leiter, und Dieter Ferner, Vizepräsident, nochmal reagiert. Wer kann sich heute mit einem Sieg hier rausarbeiten? Rausarbeiten aus einem Zwischentief gilt eher für Dirk Lottner. Für Roland Seitz heißt es eher das Eisen heiß halten. Nochmal Punkte draufpacken. Eisler gegen Kohler. Die Seite geöffnet, nicht genau genug gespielt. Darum kann Mario Müller da den Ball erobern. Schwupp ist er schon wieder weg. Grech, der Johannes Heesters bei der SV Elversberg, wird in 3 Wochen 38 Jahre alt, Leandro Grech. Es ist die Suche nach der Lücke. 13. Spielminute läuft. Großchancen noch mangelbarer. Benninger, vielleicht jetzt mal. Gut aufgepasst von Oliver Stang. Da war mal ein bisschen Zug jetzt drin beim FC Jennecke mit Benninger. Benninger schon aktiv, auffällig letzte Woche. Und Stang. 1,94 groß, arbeitet am Boden sicher. Achtung, Möglichkeit, Saarbrücken, Zellner. Kohler hat da aufgepasst, Perdedei. Ein bisschen mehr Schub kommt von Blau-Schwarz. Anfangsviertelstunde. Jakob mit Müller. Fair attackiert von Sinan Tekerci. Und Seitz. Gil Gomez! Eieiei, also wenn es spielerisch noch nicht so ganz läuft, warum nicht mal aus 30 Metern? Marco Gil Gomez, Frank Lehmann gezwungen einzugreifen. Eckball. Und Marco Gil Gomez, der entwickelt sich immer mehr zum Mann für die Standards an der Eckfahne. Macht er kurz mit Eiseler. Mendler. Technischer Fehler bei Markus Mendler, 2 Füße voraus, keine Frage. Da springt ihm der Ball zu weit weg und dann kommt das Foul und dann sieht er gelb. Markus Mendler, 15. Spielminute, zum ersten Mal Kartonage im Spiel. Da sehen wir es, vertretbare Entscheidung. Sinan Tekerci bekommt die Behandlungspause. Roland Seitz ist ruhig geblieben. Trotz hunderter gefühlter Rückschläge, Lattenschüsse, Pfostenschüsse, Gegentreffer in den letzten Minuten. Schwere Zeit für ihn. Und die hat er jetzt, Dirk Lottner. Was mir gut gefällt, er versucht,
ganz ruhig zu bleiben. Kein Aktionismus. In Homburg haben ihm einige vorgeworfen vergangene Woche, er wäre zu ruhig gewesen. Aber der sagt, was soll ich denn da draußen den Kasper markieren? Glauben Sie denn, dass die Spieler mich da überhaupt im Spiel hören? Das weiß er selbst. Viele Bundesligaspiele. Dieser Aktionismus vieler Trainer von draußen, sagt er, ist eigentlich nur, um die eigenen Gefühle rauszulassen. Er versucht es mit Ruhe, während immer noch Sinan Tekerci da behandelt wird. Und mit sachlicher Arbeit, was den FC angeht. So, kleine Verschnaufpause für alle Spieler, weil Tekerci da medizinische Betreuung in Anspruch genommen hat. Und Stang findet keine Anspielstation, kurz doch. Dann halt eben rückwärts mit Frank Lehmann. Auch lange verletzt gewesen, der Keeper der SV Elversberg im Pokalfinale gegen den FC. Eine Knieverletzung hat er sich zugezogen, war lange raus. Kommt aber auch immer besser in Tritt, sicher in den letzten Wochen. Müller mit Zellner. Jakob, Eisele. Eisele. Foul von Dürholz. Müller auf Wenninger. Gut gemacht auf Jennecke. Und wieder Wenninger. Und das war eine ansprechende Aktion. Gerade von Sascha Wenninger, weil er den Ball sofort weiterleitet und sofort den Laufweg anbietet. Das sieht man in den letzten Wochen viel zu selten beim 1. FC Saarbrücken, dass da die Laufwege gemacht werden, auch wenn sie wehtun. Auch wenn man den Ball dann nicht mal kriegt. Lohn ist dieser Eckball. Markus Mendler. Linksfuß. Kurz. Und dann darf er gleich nochmal, weil Mike Edelseder den Ball über die Torauslinie befördert hat. Wieder Edelseder, der rettet. Jakob aufmerksam, sofort weiter auf Mendler. Und Sie haben es gesehen, da geht die Fahne hoch von Jochen Rottner, dem Schiedsrichterassistenten. Foul von Dürholz. Ruhender Ball, das heißt, Markus Mendler ist dran. Kohler. Achtung, Möglichkeit eines Überfalls für die SV Elversberg. Mehr hat nur noch Müller vor sich. Dürholz. Achtung, Möglichkeit. Nee, Tekerci war's. Tekerci mit der Chance für die SV Elversberg. Wow, da ging es ganz schön schnell. Saarbrücken taktet sich ein in der Hälfte der SV Elversberg und dann ist plötzlich der Raum da. Eine Körpertäuschung und dann zum Glück aus Sicht des FC Marco Kel Gomez mit dem rechten Fuß. Batz mit der Faust, Müller. Sofort gestellt von Dürholz. Spielminute läuft. Saarbrücken bestimmt das Geschehen, muss allerdings, wie gerade gesehen, aufpassen, dann nicht in einen Überraschungsgegenangriff zu laufen. Zeitz. Vielleicht mal 90 Minuten ran. Elversberg mit Tekerci.
Achtung, Möglichkeit nochmal für die Gäste. Coffey legt auf für Dürholz, weil Zellner diesen Ball ein bisschen unterschätzt hat. Hier Coffey. Und den trifft er nicht richtig. Jetzt machen die Gäste hier den oberen Hemdknopf mal auf. Lassen ein bisschen frische Luft rein. Zumindest die Andeutung von Gefährlichkeit. Jakob, immer wieder leichte Ballverluste. Coffey, da ist dann viel Platz für Elversberg. Coffey gegen zwei. Und Gil Gomez aufmerksam. Ball bleibt aber bei den Gästen. Mehr. Jänicke war viele Tage raus aufgrund einer Viruserkrankung am Hals. Und da gab es Gelb beim FC wegen Meckerns. Auch Dirk Lottner ist aufgebracht. Ich glaube, die wollten da vorher eine Abseitsentscheidung gesehen haben. Wir kriegen die Szene gleich nochmal, die dazu Diskussionen geführt hat. Das hier zunächst mal das Foul von Kohler an Jänicke. Eisele. Gute Ballkontrolle beim Saarbrücker auf Wenninger. Kohler ganz schnell im Störmodus. Wendler mit Müller. Weggeblockt von Sinan Tekerci, der sich dann nicht so schade ist, auch mit zurückzugehen und Abwehrarbeit zu leisten. Und Fanuel Perdedai. Bundesligaspiele absolviert für Hertha BSC Berlin. Langes Ding rein auf Jakob. Und Abstoß. Jakob meckert da vorne rum. Will wohl andeuten, dass da noch ein Elversberger zuletzt dran war. Nicht ganz zu erkennen für mich. Zeitz mit Perdedai. Und Meha mit der Andeutung eines kleinen Gebetes an den Schiedsrichter. Hey, nach dem Motto, kannst du nicht machen, dass sie als faul werden. Freistoß, Saarbrücken. Baut Stress auf Daniel Batz, der lässt sich aber da nicht dupieren. Kohler. Saarbrücken mit der im Fußball oft zitierten optischen Überlegenheit.
Aber die ganz dicken Dinger kann Saarbrücken noch nicht rausarbeiten. Elbersberg zweimal gefährlich bei Kontern. Hitzig da drüben. Jakob gegen Kohler. Nochmal Jakob mit Wenninger. Und Leandro Grech macht klare Sache, Eckball Saarbrücken. Wieder Markus Mendler. Scharf, genau mit richtig Zug seine Standards. Achtung! Lehmann! Der Jumbo auf der Fehlstrecke. Der fliegt da am Ball vorbei. Und irgendwie prallt der Ball da. Halbzeit, halb Abwehrspieler. Der SV Elversberg am Tor vorbei. Also Manuel Zeitz immer wieder mit vorne rein. Und Frank Lehmann da nicht ganz sicher in dieser Szene. Auf der Fehlflugroute unterwegs bei dieser Flanke, bei diesem Eckball. Stang und Dürrholz lösen das zunächst mal. Viel Armeinsatz von Müller, kann man noch mal pfeifen. Zellner. Ja, und dann geht da die Fahne hoch von Dennis Bauer. Wir haben noch mal die Möglichkeit, hier auf diese Chance für Saarbrücken zu schauen. Also keine Frage, wenn der Lehmann dahin geht, dann muss es aber rappeln. Dann gibt es keine Alternative zum Rausfausten. Und dann geht er von Manuel Zeitz Schulter ins Tor aus. Mendler. Jakob stark auf Eisele. Also das Bemühen ist beim ersten FC Saarbrücken deutlich zu spüren. Und die Elversberger, tja, die müssen hier nicht das Spiel machen. Warum auch? Die können abwarten und auf ihre Chancen lauern. Saarbrücken aber immer wieder mit kleinen Fehlern im Mittelfeld. Und dann tun die Laufwege richtig weh. Tekerci gegen Müller. Winter. Schön rausgespielt da auf engem Raum. Und Nils Winter, der schaltet sich ganz gerne mal vorne ins Angriffsspiel ein. Rechts in der Viererkette. Jetzt keiner, der Dauerdruck über die Seite nach vorne mit aufbaut, aber er ist trotzdem ab und an in der Offensive zu finden. Kofi. Tekerci, Tekerci. Zellner. In akuter Not muss er einschreiten. Wenninger mit Jennecke. Eisele. Eisele nur von zwei Elversbergern zu stoppen. Also greifen wir den Gedanken gern nochmal auf. Saarbrücken ist deutlich bemüht, etwas anzubieten hier. Es gelingt beileibe noch nicht alles. Die Mannschaft ist weiter und weiter in einem Findungsprozess. Und das sei ihr auch mal gegönnt. Da immer so viel Druck aufbauen, auch von außen, wird dem Club und den Verantwortlichen auch nicht immer gerecht. Mendler.
Bender scharf reingegeben. Und Kiel Gomez macht da den Pfosten verantwortlich nach dieser Hereingabe von Markus Mendler. Knappes Ding. Leichte Herzfrequenzerhöhung im Stadion. 31. Spielminute läuft. Viel Kampf, viel Taktieren, viel Arbeiten und Schuften. Die Monsterchancen haben wir noch nicht gesehen. Und jetzt sehen wir mal beide Trainer, wie groß die Anspannung da draußen ist in den Gesichtern bei Dirk Lottner und bei Roland Seitz. Und Dirk Lottner ist jetzt mächtig sauer hier auf Timo Lemmle. Der sagt, dieser Einsatz da, der ist viel zu heftig gegen meinen Mann, gegen Steven Zellner. Also wenn es gegen seine Jungs geht, dann kann der Saarbrücker Coach schon mal richtig giftig werden. Verständlich auch. Zu heftig der Block da gegen Zellner. Perdedei. Eisele. Aber die Elversberger Defensive steht nicht schlecht. Saarbrücken hat es schwer, da ein paar Quadratzentimeter zu finden. Jetzt vielleicht Wenninger. Wenninger, Eisele! Eisele, immer noch Saarbrücken! Und da schießt der Sebastian Jakob an, wenn ich es richtig gesehen habe. Dann nehmen sie sich diese Möglichkeit selbst weg. Aber Abseitsentscheidung dann beim zweiten Versuch. Wenninger. Also wenn es gefährlich wird, ist Sascha Wenninger oft beteiligt. Wird auch hier nicht genau zu erkennen, wen Eisele da angeschossen hat. Vielleicht jetzt in dieser Einstellung. Ja, es ist der eigene Mann, es ist Sebastian Jakob. So, da war ordentlich Zug drauf. Mit PS über die rechte Seite gekommen. Für Lukas Kohler. In St. Ingbert geboren, aufgewachsen, aber beim FC fußballerisch groß geworden. Über Heidenheim dann letztlich bei der SVE gelandet. Und Sie hören es, der FCS muss in den Park, immer wieder. Ja, fast wöchentlich die Aufforderung der Fans, zurückzukehren in den heißgeliebten Ludwigspark, der ja, wie Sie alle wissen, in der Umbauphase ist. Einwurf für Mendler. Nee, da wird er korrigiert. Jetzt darf Nils Winter das machen. Aber da bietet sich zunächst mal keiner an. Dürrholz dann. Mit Pfeil, Eisele. So, knappe 30 Meter, Marco Kiel Gomez. Wenn der Ball ein bisschen näher am Tor ist, dann ist das eine Sache für Markus Mendler. So aber Marco Kiel Gomez, der Jungpapa wie Manuel Seitz. Mehr. Hackentrick zu Perdedei. Spielen, spielen, fordert Dirk Lottner da unten. Der Ball soll laufen und dann solch einfache Fehler. Wieder ausgebügelt. Perdedei. Jänicke. Nächster Pass ins Nichts.
10 Minuten noch in der ersten Hälfte. Es steht 0:0 zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SV Elversberg. Sie schnuppern wie ein Hündchen ab und an am Kasten des Gegners. Aber zubeißen, um im Bild zu bleiben, ist noch keinem der beiden Teams bislang gelungen. Der FC sitzt im Schaffnerhaus dieser Partie bislang. Aber die Gäste, die bleiben gefährlich. Das haben wir gesehen bei 1, 2, 3 Umschaltsituationen. Und wieder gibt es Diskussionen. Das wird jetzt immer mehr hier nach zwei Kämpfen. Das ist der große Unterschied bei den Gastgebern im Vergleich zur letzten Saison. Da konnte auch gerne mal der Gegner das Spiel machen, aber Saarbrücken dann in der Umschaltbewegung einzigartig in der Liga. Letzte Runde, das fehlt aktuell ganz deutlich, auch aufgrund des veränderten Personals. Zweiter Ball bei der SV Elversberg. Koffi im Abseits. Also den habe ich im Abseits gesehen. Wenn er dann dran geht oder sich Richtung Ball bewegt, dann sollte das Fähnchen aber doch nach oben gehen. Eder ganz aufmerksam vor. Eisele da am Ball. Perdedei ganz tief. Und achten Sie mal drauf, es ist immer wieder der Versuch eines kontrollierten Spielaufbaus bei Saarbrücken. Dann der lange Ball und der landet sofort bei den Gästen. Und kaum weise ich sie darauf hin, dass es spielerisch gelöst werden will, kommen die langen Bälle. Und Elversberg steht relativ stabil, Grech. Kofi. Gestellt von Kiel Gomez. Ja. Nächste Szene mit Diskussionsbedarf. Und wenn wir es richtig gesehen haben, ging da auch ein Händchen raus. Also aufpassen. Schauen wir nochmal hin. Koffi gegen Kiel Gomez. Es ist zu hitzig. Also kein Foul für mich. Typische Zweikämpfe, Derby-Charakter. Baut sich zumindest mal in den Duellen 1 gegen 1 auf. Mendler raus auf Müller, aber den kann Tekerci ablaufen. Perdedei, 6 Minuten noch, erste Hälfte, Eisele. Kein großes Problem für Oliver Stang. Pfeil. Perdedei wird permanent gesucht in der Zentrale. Halt
Herde da mit Libero-Qualitäten. Die Innenverteidiger rücken dann nach außen. Kiel Gomez rechts, Zellner links. Und müssen aber bei Ballverlust sofort wieder in die Positionen rücken. Jetzt muss Jennecke aushelfen. Mendler. Jakob. Und immer wieder ein wenig zu ungenau. Mehr findet keine Anspielstation, beschwert sich. Zellner, Abstoß Saarbrücken. So ist es relativ einfach für die SV Elversberg, da die Energie rauszunehmen. Unser Brücken tut sich jetzt in den letzten Minuten wirklich schwer, den Ball hinten rauszutragen. Und die Elversberger versuchen jetzt, den Druck schon früher zu erhöhen, früher drauf zu gehen. So, wo sind die Anspielstationen? Jetzt zum Beispiel für Marco Kiel Gomez. Wer zeigt sich? Wer will den Ball? Und ist da genug Bewegung drin, um Anspielstationen zu bieten? Sebastian Jakob jetzt 10 Meter in der eigenen Hälfte. Signifikant wird, dass keine der beiden Mannschaften hier einen Fehler machen will. Das Mittelfeld fast lahmgelegt bei beiden Mannschaften aktuell. Werde dein Mendler. Zeit. Nochmal mit Mendler. Auf Jakob. Gute Abwehrarbeit, ordentliche Abwehrarbeit bei den Gästen aus Elversberg. Letzte Spielminute der ersten Hälfte läuft. Nullnummer bislang. Und der Fokus liegt auf dem Kontrolle bewahren. Noch lange nicht aufmachen. Jennecke. Neha gegen Tobias Jennecke. Hakt da ein, der Elversberger. Zwei Minuten Nachspielzeit zeigt Timo Lemmler an. Das war kein Victory-Zeichen. Mendler, scharf rein. Egelseder muss dahin. Ball im Tor, aber längst abgepfiffen.
So, aber war das der eigene Mann, der Frank Lehmann da angesprungen hat? Schauen wir gleich noch mal auf die Zeitlupe. Nee. Das war tatsächlich ein Foul an Frank Lehmann. Einmal ein bisschen gewackelt beim Eckball, den er unterlaufen hat. Ansonsten fehlerfrei bislang. Gehört sicher zu den besseren Keepern dieser Liga, Frank Lehmann. Nachspielzeit läuft jetzt in der ersten Hälfte. Hier lässt keiner früh die Boxershorts runter, denn es geht heute darum, vor allem für den ersten FC Saarbrücken zu gewinnen. Was anderes kommt hier heute, kann hier heute für das Team von Dirk Lotter nicht in Frage kommen. Ein Dreier, wie ist völlig gleich. Das Bemühen, haben wir mehrfach angesprochen, ist zu spüren. Müller mit Mendler. Und Winter schießt Mendler an. Und in diesem Moment ist die erste Hälfte vorbei, liebe Zuschauer. Der Unterhaltungswert. Ja, der generiert sich nicht unbedingt durch die riesengroßen Chancen, sondern eher durch die Spannung und das, was die beiden Mannschaften hier taktisch abliefern in diesem Saar-Derby zwischen Saarbrücken und Elversberg. Der Klottner hat einen Zettel in der Gesäßtasche. Da wird einiges draufstehen, was er seinem Team jetzt sagen wird. Und es wird darauf ankommen, wer mehr Risiko geht und ob dann Räume für den Gegner entstehen. Da lege ich mich fest, das wird in der zweiten Halbzeit die Gretchenfrage bleiben. Und je länger es 0-0 steht, umso mehr ist natürlich der Gastgeber aus Saarbrücken gefragt. Und jetzt dürfen sich die beiden Teams 15 Minuten lang unterhalten oder zumindest den Worten der Trainer lauschen, wie denn jetzt in den zweiten 45 Minuten agiert werden soll. Und wir haben Gesprächspartner bei Thomas Bramm. Ein Dankeschön an Frank Hundhäfer, der sich jetzt auch mal 15 Minuten ausruhen darf. Ja, beide Mannschaften müssen da noch mehr leisten, denn sie wollen ja schließlich beide gewinnen. Denn ihr Ziel ist nun mal der Aufstieg in die dritte Liga. Das geht in diesem Jahr nur über die Meisterschaft. In den vergangenen Jahren stand immer wieder die Relegation im Weg beim ersten FC Saarbrücken. In facto hieß das Würzburg und 1860 München und so ein bisschen eben auch der erste FC Saarbrücken selbst. Thomas Wollschein. Es sind Zentimeter, die den Aufstieg kosten. Der achte Elfmeter, verschossen von Felix Lutz. Er hätte den FCS in die dritte Liga bringen können. Stattdessen Tristesse. Würzburg steigt auf. Der erste FC Saarbrücken bleibt in der Regionalliga, obwohl es so gut beginnt. Nach Faulern Sökler gleicht Lutz per Elfmeter die 0:1 Hinspielniederlage aus. Im Elfmeterschießen ist der FCS unterlegen. Egal, was man jetzt sagt, es ist so passiert und ich muss gucken, dass wir uns jetzt aufrichten und Gedanken machen und die nächste Saison überlegen, was weitergeht. Für Kilic geht es nicht weiter. Der Klottner übernimmt als Nachfolger des glücklosen Falko Götz, führt den FCS in seinem zweiten Jahr zur Meisterschaft und in die Relegation gegen 1860 München. Das Rückspiel nach 2:3 Heimniederlage im Stadion Grünwalder Straße wird zum Drama. Marco Holz und Sebastian Jakob bringen den FCS mit 2:0 in Führung. Eine halbe Stunde vor dem Ende ist Saarbrücken aufgestiegen. Ein unnötiger Elfmeter bringt die Wende. Am Ende steht es 2:2. München jubelt, Saarbrücken trauert. Wenn man hier 2:0 führt und dann das noch aus der Hand gibt, so ein paar Fehler, dann hat man es auch einfach nicht verdient aufzusteigen.
Löwentrainer Daniel Birovka oben auf. Und FCS-Coach Dirk Glottner? Es ist einfach nur schmerzhaft, wenn du in die Gesichter der Mannschaft guckst, wenn du in die Gesichter der Fans guckst, die alle darauf hingearbeitet haben, 2 Jahre jetzt, dass wir diesen Schritt hier heute gehen. Jetzt muss man hier erstmal sammeln und zusammensetzen. Dirk Glottner bleibt Trainer mit klarem Auftrag. Aufstieg. Dirk Glottner allerdings im Moment aktuell von seinem großen Ziel Aufstieg mit der Mannschaft des 1. FC Saarbrücken ein gutes Stück entfernt. Das gilt allerdings auch für die SV Elversberg mit gleichem Ziel. Und dabei war die SVE auch zweimal ganz nah dran in der Relegation. Thomas Wolscher. Wut, Enttäuschung und eine unglaubliche Leere. Die SV Elversberg im Mai 2016. Die bessere Mannschaft scheidet aus, aber wir haben nicht zugepackt. Ja, die Chancen waren da. Nach einem 1:1 zu Hause hat die SVE beim Rückspiel gegen Zwickau beste Torchancen. Aber Trainer Thorsten Ziegler darf jubeln. Seiner Mannschaft ist das Glück hold. Sie gewinnt mit 1:0, weil Wachsmut angeschossen wird. Zwickau steigt auf. Elversberg geht ein Jahr später als Meister in die Relegation gegen Unterhaching. Im Hinspiel überrascht Michael Wiesinger mit einer Aufstellung, die niemand versteht. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Ich weiß es nicht, ob es. Ich kann es nicht sagen. Er wird es vielleicht mal ein paar Jahre erzählen, aber. Elversberg ist hoffnungslos unterlegen, weil Wiesinger kaum einen Akteur auf seiner angestammten Position spielen lässt. Es sind viele da, die sagen, ich hätte ihn entlassen müssen. Das ging aber nicht. Das ging nicht. Du kannst ja nicht um 12 Uhr den Trainer entlassen und um 14 Uhr spielst und dann verlierst du trotzdem 3:0 als Beispiel. Nee, das geht nicht. Trotz 0:3 Niederlage im Hinspiel, 8000 Zuschauer unterstützen die SVE im Rückspiel. Aber schon Mitte der ersten Halbzeit ist der Traum vorbei. Unterhaching erzielt das 1:0, baut die Führung dann sogar auf 2:0 aus. Am Ende steht es 2:2. Aber wieder nichts mit Aufstieg. Als Meister gescheitert. Ich bin so froh, dass es geändert worden ist. Und wenn du Zweiter wirst, dann hast du ja einfach Pech gehabt. Aber wenn du Erster wirst, steigst du auf und damit ist auch gut. Die Relegation ist Vergangenheit. Es zählt nur noch die Meisterschaft. Es zählt nur noch die Meisterschaft und die beiden würden so gerne mitwirken. Benno Mohr für die SVE und Martin Dausch für den 1. FC Saarbrücken. Beide Langzeit verletzt. Kurzes Zwischenbürter. Martin, wie lange noch? Ja, ich denke, so einen Monat wird es schon noch dauern, bis ich wieder anfangen kann zu laufen und einsteigen kann ins Training. Ja, ungefähr. Es war die Achillessehne. Im Moment auch noch Schmerzen? Ja, die war angerissen. So ein bisschen weh tut es schon noch. Aber ich denke, es ist auch normal zu dem Zeitpunkt. Aber wichtig ist, es wird immer besser und so die Ultraschalluntersuchungen, das passt alles. Also es geht auf jeden Fall bergauf. Das Schlimme ist, man muss Geduld haben. Geduld gilt auch für Benno Mohr, auch Langzeitverletzung. Eine schlimme Verletzung wie die Sehnenverletzung hatten Sie noch nie. Aber ich habe gehört letzte Woche, ich habe gut zugehört, Sie sind schon wieder im Mannschaftstraining. Optimistisch gestimmt? Ja, sehr. Also bei mir dauert es nicht mehr ganz so lange wie bei Martin, aber es wird noch drei Wochen sicherlich dauern und bis man dann wirklich bei 100% ist, weiß man selbst, das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich bin momentan gut gestimmt und das wird wieder. Wie weh tut es, zuschauen zu müssen beim Derby? Sehr. Ja, wirklich sehr. Also es ist vor allem für mich als Saarländer natürlich ein extrem schönes, besonderes Spiel. Aber es gibt ja noch ein Rückspiel und vielleicht ein Saarland-Pokalspiel. Von daher und bis dahin bin ich dann doch wieder fit. Martin, ohne Saarländer zu sein, trotzdem nicht die beste Blickrichtung, nur reingucken zu können, ne? Ja, auf jeden Fall. Gerade irgendwie ist man schon verbunden mit dem Verein und man weiß schon, was für die Fans das bedeutet, so ein Derby. Und da tut das natürlich schon weh, bei so einem hitzigen Kampf nicht dabei sein zu können. Und Sie sprechen es auch an. Wir wollen auch zuerst die Fans ansprechen. Die haben da gesagt, gebt ihr Vollgas und glaubt daran. Oder wir lassen jetzt die Köpfe hängen. Auf keinen Fall die Köpfe hängen lassen. Die Fans haben mal 6 Minuten lang geschwiegen, bis sie da war. Haben Sie dafür Verständnis? Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt auf der Tribüne. Ganz am Anfang war Ruhe hier. War ziemlich, wie in der war Kirche. Gebannt. Weiß ich nicht, habe ich nicht mitgekriegt, war zu fokussiert Fans, aufs Spiel. Aber dass die Fans mehr erwarten von der Mannschaft, haben Sie dafür Verständnis? Ja, ich denke, das ist ganz normal, dass die Fans ganz gern hätten, dass wir dort stehen, wo Mannheim jetzt steht. Aber das ist halt Fußball, man kann sich's nicht aussuchen. Und eigentlich muss ich ja den Fans schon ein großes Lob aussprechen. Sie unterstützen uns ja eigentlich schon immer, sind immer zahlreich mit dabei, wenn es auswärts heiß hergeht.
Ja, ich glaube, die Fans mussten schon viel, viel schlucken hier, haben lange Jahre hier drauf gewartet, dass man den Aufstieg schafft und haben halt jetzt einfach gehofft, dass es so weiterläuft wie letztes Jahr. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen Verständnis zeigen für die Fans. Und die Fans bekamen ja dann auch ein bisschen was zu sehen. Dann waren nämlich auch nicht nur die Fans da, sondern der FCS war auch da. Kehl Gomez hat es mit einem Weitschuss mal probiert. Ist das probate Mittel bei den dicht gestaffelten Mittelfeld? Ja, das war ein schöner Schuss von KG, aber ich glaube, wir hatten schon... muss Frankie natürlich halten. Aber ich glaube, wir hatten die ein oder andere deutlich bessere Chance, wo wir uns selber anschießen. Oder ja, gehen wir gleich drauf ein. Das auf jeden Fall. Aber auch die SVE hat sich nicht versteckt. Da gab es dann die Kontermöglichkeit über Mea und Terkeci. Wir schauen am besten mal auf diese Szene, denn der erste FC Saarbrücken hat natürlich nach vorne gedrängt. Und dann, wie gesagt, Mea zu Terkeci. Der sieht ihn frei in der Mitte. Zu dem Zeitpunkt hätte das Tor gut getan. Ja, definitiv. Also es war eine super Konterchance. Wir hatten, glaube ich, drei Leute vorne gelassen. Saarbrücken auch nur drei hinten gelassen. Dann haben sie den Eckball kurz ausgeführt. Und ja, da wünscht man sich vielleicht ein bisschen zu lange gefackelt. Gewartet, einfach eher draufhauen. Und waren zwei, drei Situationen von uns dabei, wo dann doch schon durchaus mehr passieren hätte können. Er legt ihn sich auf den linken Fuß rüber. Geht es denn mit rechts gar nichts bei ihm? Ich kann als Linksfüßer sagen, die Linksfüßer, die haben meistens einen sehr, sehr guten Linken und der Rechte ist meistens ein bisschen schwächer. Oder dazu da, dass man nicht umfällt, das auf keinen Fall. Dann aber hätte fast auf der anderen Seite auf jeden Fall ein Tor fallen können, denn Lehmann irrte so ein bisschen mit dem Strafraum herum bei dieser Ecke und da wurde es ganz, ganz knapp. War da der Torschrei auf Ihren Lippen, Martin? Ja, ich glaube, ich bin auf jeden Fall aufgesprungen. Ich glaube, wir haben uns so ein bisschen angenähert. Aber sind es nicht gerade diese Ecken, wo aus meiner Sicht heraus sowohl der Torwart ein bisschen vorsichtig ist, als auch die Abwehr so ein bisschen zögerlich? Wäre das nicht die Chance für den FCS? Ja, ich glaube, die Ecken kommen heute ganz gut rein. Es ist immer nicht ganz einfach für einen Torwart, da rauszukommen. Batzi ist bei uns einmal super rausgekommen und hat ihn weggefaustet. Wenn er nicht kommt und der Stürmer köpft ihn rein, dann sagt jeder, warum kommst du nicht raus? Und wenn er drin stehen bleibt und wenn er rauskommt und kommt nicht hin, dann sieht er doof aus. Aber ich bin eigentlich eher dafür, dass der Torwart da rauskommt. Dann haben die Spieler, die Stürmer auch eher mehr Angst davor, da an den Ball hinzugehen, so wie man es auch gesehen hat. Ja. Auf jeden Fall das schwere Leben des Torhüters in diesen entscheidenden Situationen. Dann nochmal eine Chance oder zumindest eine halbe für Elversberg über Nils Winder. Schnelles Doppelpassspiel. Da muss man auch sagen, gute Kombination, nur letztlich im Abschluss. Das Tor steht irgendwie ein Stückchen weiter unten. Was würden Sie jetzt der Mannschaft mitgeben, wenn Sie jetzt mit drin wären in der Kabine? Naja, genauso weitermachen. Also die letzten 10 Minuten, muss man fairerweise sagen, war Saarbrücken dann doch dominanter, aber... Im Endeffekt verteidigen wir es trotzdem relativ ordentlich, haben vorne immer mal eine Möglichkeit und mit unserer Qualität bin ich mir sicher, dass wenn wir keinen kassieren, werden wir vorne einen machen und dann muss Saarbrücken schon mal zwei machen. Ja, aber erstmal hätte Saarbrücken fast in der 33. Minute eins gemacht, da ging es mal wieder über die rechte Seite. Wenninger war da schnell unterwegs und da ist die Situation, die Martin da auch schon angesprochen hat. Eisele scheitert hier am eigenen Mann, an Jakob, schießt ihn an. Da war das 1:0, zumindest aus Saarbrücker Sicht, ein Stück weit fällig. Aber Martin, es fällt auf, es fällt unheimlich schwer, sowohl Ihrer Mannschaft als auch der SVE, sich überhaupt Chancen zu erarbeiten. Ist das dicht gestaffelte Mittelfeld? Wo sehen Sie da die Ursachen? Ja, ich glaube schon, dass beide Mannschaften sehr gut stehen, sehr tief stehen. Und dann ist es natürlich schwer. Aber man muss auch sagen, Sascha Wenninger macht halt wieder ein sehr gutes Spiel. Ist zwei, dreimal da richtig gut durchgekommen auf seiner Seite. Ich glaube, insgesamt sind wir einfach ein bisschen verunsichert durch die letzten Wochen. So, wir haben nicht mehr das Selbstverständnis, das wir letztes Jahr hatten. Und das müssen wir uns einfach wieder arbeiten. Und ich glaube, wenn wir weiter so spielen und uns jetzt hat kein blödes Tor einfangen, glaube ich, dann könnte das gut ausgehen heute für uns. Aber wie ich schon angesprochen habe, im Mittelfeld neutralisiert man sich gegenseitig. Ist da so ein bisschen Hemmung auch dabei? Ja, nicht verlieren, aber eigentlich müsst ihr ja beide gewinnen. Also nicht ihr beide, sondern eure Teams. Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Eben auch aus dem Grund, weil wir beide gewinnen müssen, um den Anschluss nach oben zu halten. Das gibt man vielleicht nicht die vollen 100%, dann, um alle mit nach vorne reinzugehen, sondern dann denkt lieber einer, bleibe ich lieber besser stehen und halte mich ein bisschen zurück. Ich glaube, das ist auch ganz normal, dass ein leichtes Abtasten stattfindet.
Ja, ich glaube, wer heute das 1-0 macht, der wird das Spiel wahrscheinlich auch gewinnen. Spielen Sie doch mal ein bisschen, Dirk Lottner bleibt ja auch unter uns. Was würden Sie jetzt ändern? Wen würden Sie bringen? Oder bleibt alles so personell bei dem jetzt? Nee, ich glaube, wir haben, wie Benno gerade schon gesagt hat, haben wir eher Überwasser gehabt zum Schluss. Also ich würde jetzt nichts ändern, ich würde so weiterspielen. Wird den Jungs nochmal sagen, dass sie weiter Gas geben sollen und auf ihr Glück vertrauen sollen, auf ihr Können vertrauen sollen. Und dann glaube ich auch, dass wir das Tor machen werden. Benno, wie geht das Spiel aus? 1-0 für uns. Martin widerspricht? Ich widerspreche natürlich. Ich sage, wir gewinnen heute 2-0. Dann sind wir gespannt auf die zweite Halbzeit. Vielen Dank. Wir werden alle drei und alle hier im Stadion das genau beobachten, wie wir auch für Sie noch einen Blick haben für die Partie Stadt Allendorf gegen den FC Homburg. Da steht es nach 45 Minuten auch noch 0-0. Also auch dort kann ein Stückchen mehr passieren. Jetzt sei Ihnen schon die Arena empfohlen um 17.30 Uhr. Dort kriegen Sie alle Tore, zumindest die aus der zweiten Halbzeit. Danke nochmal an Sie beide. Ja. Und ich hoffe, Frank Grundhefer ist wieder da, hat wieder Luft geholt und sagt uns an, wie denn die zweiten 45 Minuten hier im Derby laufen zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SV Elversberg. Ja, danke euch drei. In der Tat, einmal Luft geschnappt und wir haben mit einem Zitat von Olli Kahn dieses Spiel begonnen und machen damit auch weiter. Das nächste heißt weiter, immer weiter, so der Titan. Und das gilt auch für die zweiten 45 Minuten. Sie sehen, die Teams sind noch nicht wieder da. Für uns die Möglichkeit, das Ganze anschließend an die Analysen aus der Halbzeit noch mal ein bisschen aufzufächern. Saarbrücken, naja, also da lege ich mich fest, die bessere Mannschaft in den ersten 45 Minuten, wenn auch noch nicht alles gelingt. Aber wir denken an die Möglichkeiten nach dem Eckball, den haben wir in der Halbzeit gesehen. Und die Schusschance für Fabian Eisele, als er da vorne Sebastian Jakob angeschossen hat, während die SV Elversberg jetzt so langsam wieder hier angeführt von Lukas Kohler auf den Rasen kommt. Das Prä beim 1. FC Saarbrücken, das größere Bemühen. Die SVE steht aber ordentlich, hat die Nadelstichmöglichkeiten gehabt, hier sogar in Führung zu gehen. Das wäre dann dem Spielverlauf, naja, nicht ganz gerecht geworden. Aber was bedeutet das schon, wenn man als SVE hier heute den Luxus hat, das Spiel nicht machen zu müssen? Diskussionen zwischen Frank Lehmann und Leandro Grech. Die werden das mit Sicherheit ähnlich sehen wie ihr verletzter Mannschaftskollege Benno Mohr, der gesagt hat, das ist eigentlich ganz ordentlich, wie die beiden Mannschaften stehen. Und Dirk Lottner, was hat er seinem Team jetzt mitgegeben? Das haben wir in den ersten 45 Minuten deutlich angesprochen. Es zählt nur ein Sieg für den FCS heute. Und das ist natürlich eine knifflige Aufgabe für das Team, das noch nicht in dem Flow ist, den es sich wünscht. Dieter Ferner hat vergangene Woche in einem Magazin gesagt, wir haben den besten Kader dieser Liga, aber wir schaffen es noch nicht. Da haben wir ihn, Dieter Ferner. Halb Schatten, halb Licht, das passt so ein bisschen zu der Situation seines Teams. Also, wir haben den besten Kader dieser Liga zusammengestellt, aber wir schaffen es noch nicht, unser gesamtes Potenzial abzurufen. Freundschaftliche Geste da gerade noch mit Sascha Purkett, dem Co-Trainer der SVE. Zweite Hälfte beginnt. Nochmal viel Spaß jetzt mit weiteren 45 Minuten beim Spielstand von 0-0. Saarbrücken jetzt von links nach rechts und die SV Elversberg mit Luca Dürholz. Da haben wir den Mittelfeldspieler der SVE und Manuel Zeitz. Mit Sicherheit werden Sie angesprochen haben, welche Lösungen man da finden kann, die Angriffe zielstrebiger nach vorne tragen zu können. Und so viel Feuer, so viel Energie da letzte Woche im Derby war zwischen Homburg und Saarbrücken. Da haben wir heute so ein bisschen das Negativ davon. Viel abwarten, viel abtasten und wie erwähnt, bloß keinen entscheidenden Fehler machen.
uns in die Spieler hineinversetzen. Ist das nicht mehr als verständlich angesichts der Tatsache, dass es heute um nicht weniger geht, als den letzten Strohhalm da zu ergreifen, den Anschluss zu halten in der Tabelle. Bergedei mit Jänicke. Jänicke, gut gelöst. Eisele. Wenninger sucht Jakob und da ist Mendler zu lang. Müller mit Perdedei, der kann aus der zweiten Reihe, die trifft und Tor! Tor für den FCS, 1:0, 47. Minute, Fanol, Perdedei. Da geht einem doch als Fußballfan das Herz auf. Da kratzt er alles zusammen, was er drin hat im rechten Fuß. Und der setzt dritter Saisontreffer noch leicht abgefälscht, dieser Ball von Mike Edelseder per Kopf. Darum noch ein Zacken schwieriger für Frank Lehmann. Danke, mag man da runterrufen auf das Feld. Danke für diesen ersten Treffer und den erzielt der FCS, den erzielt Fanol Perdedei. So, jetzt liegt das erste Würstchen auf dem Grill. Und das ist keine weiße Wurst und keine rote, sondern eine blau-schwarze. Und das wird ihm so gut tun, Dirk Lottner. Ruhig geblieben, weitergearbeitet und Fanol Perdedei trifft. Jetzt vor ihm mit mehr. Ja, fast Kohler noch dran. Mendler. Mendler. Kein Abseits, doch. Hei, 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 aber das war eine ganz knappe Kiste. Dennis Bauer hat die Fahne oben. Dirk Lottner meckert nicht wirklich. Scheint also richtig gewesen zu sein. Mendler. Mendler mit Jakob. Den kann er genauer spielen, da kam das SCH-Wort da unten von Dirk Lottner, weil er weiß, wenn der genauer kommt, dieser Ball, dann wird das mächtig gefährlich für die SV Elversberg. Aber Tatsache ist, wir haben ein anderes Spiel. Wir haben ein anderes Spiel von der einen Sekunde auf die andere durch den Treffer von Fanol Perdedei. Kohler. Jakob mit Mendler. Mendler braucht eine Lösung. Zeigt's an. Geh doch, geh doch! Ruft der Eisele zu. Was soll er da auch machen? Gestellt von der Elversberger Defensive und dann bietet sich keiner an. Kofi. Gut gemacht vom Elversberger. Gleich. Jänicke stört er noch entscheidend. Wenninger mit dem Fehler. Da muss Egelseder in den dritten Stock, sonst ist Jänicke durch. Saarbrücken mit der Balleroberung. Mendler, Müller, M&M. Und die Möglichkeit für Eisele, aber Kohler, das war schmerzhaft, wahrscheinlich für beide. Da sehen wir es nochmal, da gehen beide zum Ball hin. Eisele kommt da reingerauscht mit der Wucht des Willens, diesen Ball da ins Tor reinzudrücken. Und jetzt brauchen da beide
medizinische Hilfe. Roland Kuppig, der Teamarzt des FC, kümmert sich da um Fabian Eisele. Da sehen wir die Parallelbehandlung. Elversberg, die medizinische Abteilung und auch die des FC auf dem Platz. Und der Klottner, naja, er mit dem Prä im Moment gegenüber Roland Seitz. So, und dann darf auch bei mir eine Floskel raus. Dieses Tor hat dem Spiel sicher richtig gut getan. Denn jetzt ist natürlich die SV Elversberg gefragt. Und die Jungs da draußen im FC-Block, die haben schon mal zumindest eine kleine Feiereinheit verdient. Hier nochmal das Tor von Fanol Perdelei, deutlich zu sehen. Der Ball abgefälscht. Aber belohnt wird der Mut von Fanol Perdelei. Mit dem 1-0. So, Spiel läuft weiter. Beide Akteure können weitermachen. Eisele und auch Kohler betreten jetzt wieder das Feld. So, nachzutragen gilt, dass es keine personellen Wechsel gab in der Halbzeit. Chip auf Coffee. Achtung! Zellner und Kehl Gomez. Rettungsaktion. Nochmal die SVE. Und Kehl Gomez nimmt diesen Ball von Pfeil auf. Gespielt in der zweiten Halbzeit. Sie haben es vielleicht gesehen, unsere Uhr war kurz ausgefallen. Jetzt haben wir sie wieder. 55. Spielminute läuft. Saarbrücken führt mit 1-0 nach dem Treffer von Fanol Perdelei und kommt wieder mit Jennecke. Der Villa mit dem Kopf durch die Wand und diese Wand heißt Oliver Stang. Koffi. Der FC wollte da einen Foul gesehen haben. Mendler. Vor Mendler. Eine ähnliche Situation wie kurz zuvor. Beide gehen da auf den Ball. Markus Mendler ist ja bereits gelb verwarnt. 15. Minute, erste Hälfte. Aber das ist nicht mal ansatzweise ein Foul. Die rutschen da einfach ineinander. Mendler zieht sogar zurück. Aber Frank Lehmann scheint es da ganz schön erwischt zu haben. So, hier sehen wir es. Mendler rutscht einfach mit dem rechten Fuß weg. Und dann rauschen sie ineinander. Das kann nicht wahr sein. Er zeigt gelb-rot für Markus Mendler. Und das ist für mich, mit Verlaub, eine absolute Fehlentscheidung. Und schauen Sie da unten die Proteste von Markus Mann. Also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist kein Foul. Und wir schauen uns die Szene nochmal an. Hier sehen wir es. Und achten Sie jetzt auf den rechten Fuß. Jetzt rutscht er weg. Und dann rauscht er einfach rein in den Frank Lehmann. Das ist doch kein Foul. Der nimmt doch das Foul nicht einfach in Kauf.
Ganz im Gegenteil. Nee, 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 nee. 56. Spielminute und der FC jetzt nur noch zu 10. Und das ist eine erhebliche Schwächung für Blau-Schwarz, denn Markus Mendler war hier ohne jeden Zweifel, ich denke, das haben Sie genauso gesehen, einer der spielbestimmenden Jungs auf dem Feld. Und jetzt muss er runter, Timo Lemmle. Nee, nee, da haben Sie falsch gelegen, Herr Schiedsrichter, inklusive der Assistenten an den Linien. Immer noch Diskussionen. Und Frank Lehmann kann so langsam wieder aufrappeln. Natürlich wünschen wir uns alle, dass er weitermachen will. Aber Markus Mendler, dem widerfährt hier eine, nennen wir es ruhig, Ungerechtigkeit. Falsch gesehen, vom Schiedsrichter gespannt. Überall hier, auch um uns herum, fällt das Wort Fehlentscheidung. Jetzt steht er im Fokus, Timo Lemmle. Das wird er sich nachher natürlich noch mal anschauen. Und ich denke, da wird er, wenn er sich äußert, ja, den Charakter haben müssen zu sagen, nee, kann man sicher nicht machen, hier Gelb-Rot geben. Und jetzt verweist er, wenn ich es richtig sehe, Markus Mann da auf die Tribüne. Der ist immer noch stinksauer. Ja, also habe ich Verständnis für Markus Mann in dieser Szene. Der weiß natürlich, sein Team liegt vorne. In so einem wichtigen Spiel, in dem es um so viel geht. Wir haben es so oft gesagt, Dirk Lottner und seine Jungs, sie brauchen heute ganz dringend einen Dreier. Und sie sind auf dem Weg. Und jetzt die Schwächung. Hei, hei, hei. Kommen Sie doch hoch zu uns, Herr Schiedsrichter, an die Fernsehmonitore. Wir zeigen es Ihnen. Kann er nicht machen. Videobeweis gibt es hier noch nicht. Und jetzt ein lautes Pfeifkonzert, das dem Gespann in Gelb gilt. Klar, die machen das nicht mit Absicht. Im Fehler bleibt es trotzdem. Elversberg mit 11 Mann unterwegs. Der Saarbrücken nur noch mit 10. Lehmann. Augenscheinlich wieder fit. Und die FC-Fans, sie feiern trotzdem. Und vielleicht, und das darf man hier im Saarland sagen, Grazie Letz. Also gerade erst recht. Und die Gäste sind jetzt gefordert, eine Antwort zu finden auf diesen Rückstand. Mehr. Wechsel deutet sich an. José Pierre Wunguidika steht bereit. Der Neuzugang aus Sandhausen, der sich direkt zu Saisonbeginn schwer verletzt hatte, durch rankämpfen muss dort heute, scheint es so zu sein, dass er wieder Spielminuten bekommt. Sehen Sie gerade nicht, er bekommt jetzt Anweisungen taktischer Art von Robert Rohlofsen, dem Co-Trainer des FC, während die Elversberger jetzt versuchen, das Spiel aufzubauen. Kohler. Taktisch sieht das jetzt so aus, dass Sebastian Jakob sich deutlich zurückzieht. Ja, ist das schon. Und natürlich hat hier es vor ihr jetzt Räume. Eisele jetzt auf weiter Flur ganz alleine vorne beim ersten FC Saarbrücken. Und jetzt wird der Wechsel erfolgen. José Pierre Wunguidika kommt in dieser 61. Minute hinein in das Spiel. Und es geht Fabian Eisele. Da ist er. Viel geschuftet. Die große Möglichkeit zur Führung in der ersten Hälfte, als er seinen Sturmpartner Sebastian Jakob angeschossen hatte.
Und da haben wir Joe, so wird er genannt, Wunguikidika. Eine halbe Stunde müssen Zehnserbrücker das 1:0 verteidigen oder vielleicht sogar ein Nachlegen. Da kann man auch einen Foul pfeifen. Jawohl, da wartet er zunächst mal ab, ob der Vorteil für Wunguikidika zum Tragen kommt. Weil das nicht der Fall ist, gibt es Freistoß für Saarbrücken. Herdedei und Zellner. Zellner, Zeitz. Lehmann wieder ein Stück zu spät, der springt da Manuel Zeitz an und jetzt gibt es Elfmeter, weil Frank Lehmann zu spät ist und Manuel Zeitz da umnietet. Und jetzt gibt es den Strafstoß und die erste gelbe Karte auch für die SVE, trifft den Keeper. Ja, er trifft ihn. Ich will das Wort Konzessionsentscheidung eigentlich nicht in den Mund nehmen. Aber es riecht so ein bisschen danach. Er springt natürlich Manuel Zeitz an. Und Timo Lemmle zeigt auf den Punkt. Frank Lehmann. Ja. Er will es nicht wahrhaben. Aber spannend ist jetzt die Frage, wer wird diesen Strafstoß ausführen. Steven Zellner, der steht hier an der Mittellinie. Der wird es nicht sein, denn er hat letzte Woche gegen den FC Homburg ja, die Chance liegen lassen, den Ball an den Außenpfosten gesetzt beim Strafstoß für den ersten FC Saarbrücken. Also es wird einen anderen Schützen geben und es ist Sebastian Jakob. Der nimmt sich den Ball, jetzt legt ihn sich da vorne auf den Elfmeterpunkt. Da ist er. Toller Fußballer, aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Aber das ist jetzt alles völlig egal. Es geht darum, das 2:0 für den FC zu erzielen und damit eine kleine Vorentscheidung. 62 Minuten, Achtung, und da ist das 2:0 für den FC. Sebastian Jakob macht's. Und jetzt sieht's richtig gut aus für Blau-Schwarz. Ist das der gewünschte Befreiungsschlag? Zweiter Saisontreffer für Sebastian Jakob. Flach, trocken, völlig humorlos in die Mitte. Lehmann chancenlos, Kiel Gomez will es nicht anschauen, freut sich lieber. Wenn die Fans jubeln, dann weiß er nämlich, es steht hier 2:0 für Saarbrücken. Und das ist absolut verdient. Der FC in der zweiten Hälfte wacher, lebendiger. Einfach mit mehr Bock auf Tore. Perdedei und jetzt Jakob. Und der Glottner klappt das Zünglein hoch. Vielleicht ein Zeichen der Zufriedenheit. Saarbrücken 2, Elversberg 0. Und mit 10 Mann, da ist nochmal ein Ausrufezeichen dahinter. Aber Schiedsrichter Timo Lemmle, der hat hier mit dem Löffelchen ganz tief im Brei rumgefummelt. Mit der Fehlentscheidung gelb-rot für Mendler. Und dieser Elfmeter, naja, kann man geben. Koffi. Hat die SVE noch was im Köcher? Und jetzt gibt es die nächste gelbe. Mehr. Nach dem Einsatz gegen Steven Zellner. Ja, keine Frage. Zweite gelbe Karte für die SV Elversberg nach Frank Lehmann erwischt jetzt Alban Mehr.
Jänicke, Jänicke. Achtung, das kann er. Lehmann. Munguidika. Ah, rutscht er weg. Stark verteidigt von Oliver Stang. Und das Foul von Müller. Bekommen wir nochmal diese Chance von Jänicke. Linken Fuß hat er. Lehmann unten. Mehr. Cola Coffee. Entscheidend gestört noch von Steven Zellner. Ja, und die SV Elversberg muss sich vorwerfen lassen, dass die Taktik des Abwartens und ordentlich Stehens vielleicht dann doch nicht aufgeht. Da erspielt man sich Lob, wenn das sich ausgeht. Aber wenn man sich da einen und den nächsten fängt, naja, dann ist es natürlich auch leicht von außen zu sagen, die Taktik war nicht richtig gewählt. Aber Saarbrücken dann doch deutlich energetischer. Benninger sucht eine Anspielstation. Jänicke mit dem Fehlerchen. Stört gut, hat mir letzte Woche gut gefallen gegen Homburg, gefällt mir heute sehr gut. Sascha Wenninger spielt sich in das Team rein. Und Eckball, weil der Ball von der Brust von Manuel Zeitz ins Tor ausspringt. Nächste Spielminute läuft. Eckball, Elversberg. Zunächst mal verlängert. Möglichkeit für Kohler. Oh, Querschläger. Der landet wieder bei Meha. Sieht man auch nicht oft sowas. Achtung, Möglichkeit, Elversberg! Hey, hey, hey. Da ist es Mike Egelzeder. Und Saarbrücken muss aufpassen, dass sie sich da jetzt nicht so ein krummes Ding fangen. Und die Elversberger ihrerseits sind natürlich gefordert, mehr Druck aufzubauen. Auch da deutet sich jetzt ein Wechsel an. Julius Perstaller wird kommen. Wenn wir die Möglichkeit hier nochmal schön aufgelöst sehen. Und Julius Perstaller und der erste FC Saarbrücken. Ja, ja, das wissen Sie alle, die Sie den Fußball hier in der Regionalliga verfolgen. Da ist doch was. Julius Perstaller, der hat einen Narren am FC gefressen. Denn der trifft normalerweise immer gegen Blau-Schwarz. Und die FC-Fans werden mir jetzt sagen, halt die Klappe, mal den Teufel nicht an die Wand. Und in Elversberg wird die Hoffnung gesetzt auf Julius Perstaller, und Greifer, Österreicher. Jetzt kommt der Wechsel, wird sogar ein Doppelwechsel sein, wenn ich es richtig sehe. Und auch Saarbrücken wechselt. Jetzt kommt Benjamin Kessel in die Partie für Tobi Jänicke. Und das ist natürlich ein klares Zeichen, jetzt die Defensive zu stabilisieren. Benjamin Kessel, Innenverteidiger.
hat seinen Platz ein bisschen verloren an Marco Gil Gomez. Und Dirk Lottner, der sagt doch immer, vergesst mir den Oschken hat nicht. Er hat noch einen weiteren Innenverteidiger, der immer wieder gute Trainingsleistungen anbietet, der im Moment aber einfach keine Chance bekommt, weil die anderen sich festgespielt haben. So, und der Doppelwechsel bei der SVE, der wird jetzt gleich kommen. Lahn und Persdaller stehen bereit. Krech. Mit Stang. Norden was nochmal ein. 11 Elversberger gegen 10 Blau-Schwarze. 72. Spielminute läuft. Freistoß Elversberg und wow, da wird echt viel gemeckert. Da ist viel Unzufriedenheit mit den Entscheidungen von Timo Lemmle. Ich will mich jetzt gar nicht auf den Schiedsrichter da einschießen. Hatte ja eine ganz, ganz unglückliche Szene bei der gelb-roten Karte für Mendler. Über den Elfmeter haben wir ausgiebig diskutiert. Freistoß SV Elversberg. Mehr. Mehr. Achtung, Batz! Geht nicht konsequent dahin. Und er kriegt da auch noch zwei Sätze zugerufen von Manuel Zeitz, der da hinten die gesamte Abwehr jetzt so ein bisschen zusammenstaucht. Ganz, ganz große Möglichkeit für die SV Elversberg in dieser 73. Minute durch Kevin Coffey. Grech und Tikici gehen runter, Lahn und Persdaller rein in dieses Derby. Das der FC mit 2:0 anführt. Fanol Perdedei und Sebastian Jakob. Die beiden Torschützen bislang. Und Batz. Auch ein ehemaliger Elversberger, genau wie Marco Kiel Gomez. SV Elversberg, jetzt Lukas Kohle, das Kapitänsamt übernommen von Leandro Grech. Da ist er auf Coffey, aber Kessel. Geh da ran, ruft dir Glottner, Mario Müller zu. Und Wungoldika elegant gemacht. Und jetzt macht er Meter. Mit Müller. Weil Müller eben den Laufweg anbietet. Ja, da stellt er den Körper rein, der Mike Ehlenseder. Ob das jetzt für einen Elfmeter gereicht hat, mag ich nicht zu beurteilen. In der Geschwindigkeit immer noch liegt Sebastian Jakob im 16-Meter-Raum. Der SV Elversberg. Spiel läuft aber über Kohle. Jakob muss zurück. Elversberg jetzt Eishockey-Modus. Powerplay. Mehr. Mehr! Gute Schussmöglichkeit für den Elversberger. Den trifft er recht satt. Und natürlich werden jetzt die Aktionen der Elversberger etwas griffiger. Und das ist mit Sicherheit der Tatsache geschuldet, dass sie einfach einen Mann mehr auf dem Feld haben. Foul von Kessel an Meha. Im zweiten Abschnitt ist es das Spiel, das wir uns gewünscht haben. Erste Hälfte, viel Abtasterei. Und Möglichkeit für Elversberg, aber ganz stark da weggeblockt von Marco Kiel Gomez, dieser Schussversuch von Kevin Lahn.
Achtung! Möglichkeit! Was Perstaller! Coffee zu spät! So, sehen wir nochmal. Perstaller halt mit der Hacke. Und das ist verdammt knapp gewesen. Sie mehren sich. Die Chancen der SVE. Bad sicher. Pfeil gegen Wenninger. Mehr. Mehr. Manuel Zeitz. Der ist im Aus. 77 Minuten vergangen. Und der FCS führt mit 2:0. Und der Klottner hat das, was er unbedingt wollte. Eine deutliche Führung und sich auf den Weg machen Richtung Sieg. Was kann die SV Elversberg hier in der Schlussviertelstunde ein bisschen weniger noch rausholen? Haben die noch die Power, den Anschlusstreffer zu erzielen und vielleicht mehr? Oder rackert sich der FCS mit 10 Mann hier zum Sieg. Kessel klärt gegen Kohler. Natürlich steht Saarbrücken jetzt verdammt tief. Kessel, wieder Kessel und Wunguidika. Wunguidika mit Zeitz und Müller. Jakob, das soll abseits gewesen sein. Nächste fragwürdige Entscheidung für mich setzt. Also, okay, wir sitzen hier auf Verlängerung der Mittellinie. Also das Schiedsrichtergespann wirkt für mich nicht wirklich eingespielt. Egelseder. Jetzt ist es harte Arbeit für die Jungs von Dirk Lottner. Und Kreativität ist gefragt bei der SV Elversberg. Wie macht man's gegen 10? Kohler und Kessel. Er schuftet richtig seit seiner Einwechslung vor 8 Minuten. Der FC hat vorgelegt und jetzt muss er das Süppchen nur noch am Köcheln halten und bloß aufpassen, dass es nicht mehr anbrennt. Und die SV Elversberg, die sollte einen Scheit 2 drauflegen. Beim FC macht sich Marco Holz bereit. Kohler. Kiel Gomez, Kessel auch dabei. Zähner. Und die Sekunden, sie tropfen von der Uhr. Und jede Sekunde für den ersten FC Saarbrücken. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird der Wechsel kommen. Marco Holz
Foul von Eggelseder an Sebastian Jakob. Und der wird seinen Arbeitstag jetzt beenden dürfen, wenn ich das richtig erkannt habe. Er wird den Platz verlassen dürfen in dieser 82. Minute. Oder wartet der FC diese Szene noch ab? Müller und Perdedey beim Freistoß. Eigentlich eine klare Position für Markus Mendler, der nicht mehr dabei ist aufgrund seiner gelb-roten Karte. Ja, also Jakob bleibt noch drin. Perdedey versucht es flach. So, und jetzt die Andeutung da unten von der Bank. Der Wechsel soll erfolgen. 83. Spielminute. Sebastian Jakob, der will gar nicht. Sein Elfmetertreffer zum 2:0. Mit Sicherheit eine Vorentscheidung gewesen. Und jetzt darf er gemütlich vom Platz schleichen. Und Marco Holz kommt rein. Auch noch mal einer, der im Mittelfeld die Räume eng machen kann. Und gibt sofort Anweisungen, die er von Dirk Lottner bekommen hat. Stellt noch mal ein bisschen um. Gil Gomez jetzt weiter nach außen. Und er, Marco Holz, in der Zentrale. Kohler mit dem Fehler. Menninger. Das ist ein Foul, ein klares Foul von Stang an Coffey, mit den Händen geschubst, nicht geahndet. Lahm eingewechselt. Klar, der ist frisch. Der Ball, Alban Mehr. Direkt vor den Fans. FC. Eggelseder entscheidend gestört. Nochmal zur Erinnerung, seit der 55. Minute ist der erste FC Saarbrücken mit 10 Mann hier unterwegs. Nach Gelb-Rot für Markus Mendler. Ich denke, der wäre hier auch mit einem Unentschieden beim Team von Dirk Lottner zufrieden gewesen. Aber für meinen Geschmack hat seine Mannschaft dafür zu wenig investiert. Gerade zu Beginn der zweiten Hälfte kommt Saarbrücken da mit deutlich mehr Feuer in der Hose raus. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Holz auf Wungul Dika. Und wenn der an den Ball geht, dann geht die Fahne hoch, abseits. Also das kann man besser ausspielen. So, exakt 5 Minuten noch reguläre Spielzeit in diesem Derby zwischen Saarbrücken und der SV Elversberg, und der FC, er schickt sich an, Kredit zurückzugewinnen nach der Schlappe in Homburg vergangenen Samstag. Dürholz. Immer wieder Zellner, der gefällt mir jetzt in dieser Abwehrschlacht, die es für den FC ist, richtig gut. Und Marco Gomez
muss sich kurz erholen. Und mit Sicherheit wird es da ein bisschen Nachspielzeit, ein bisschen Bonusmaterial noch oben drauf geben. Viele Diskussionen. Der Elfmeter, die gelb-rote Karte. Und es ist auffällig, dass Oliver Stang da immer wieder mit den Händen arbeitet gegen seinen Gegner. Saarbrücken steht dicht gestaffelt und Elversberg fällt nicht wirklich was ein bislang. Ein-, zweimal gefährlich geworden. Vielleicht jetzt noch mal. Diesmal klärt Wenninger zunächst. Und jetzt Perbedei. Jetzt schmeißen sie sich, da werfen sich in jeden Ball. Das kann man ruhig aufopferungsvoll nennen. Koffi. Dürholz, sofort angelaufen von Zeitz. Dürholz. Und Kessel. Kleine Einwechslung macht sich aus Sicht des FC bezahlt. Hier schon wieder. Mit Wunguidika. Gut eröffnet. Wunguidika. Diesmal ohne Hände, nur mit den Füßen Oliver Stang. So, 1,5 Minuten ist hier noch zu gehen. Und dann wird es Nachspielzeit geben. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Kohler setzt sich durch gegen Holz und gegen Wenninger zieht dann das Foul. Und hat die SVE noch Glauben in sich selbst? Der Kessel, der da klärt. Mehr. Aber den nimmt der Daniel Batz genussvoll auf, diesen Schuss von Alban Meha. So kann man den Saarbrücker Keeper beileibe nicht überwinden. Es riecht nach Befreiungsschlag für Blau-Schwarz und einem Dämpfer für die SVE. In dieser Sekunde sind es noch 30 Sekunden offiziell. Und im Saarbrücker Block, den wir hier sehen, hängt unterhalb immer noch dieses Riesenplakat. Oder geben wir noch gemeinsam Vollgas und glauben noch daran? Ja, haben sie gemacht, zumindest phasenweise, die Jungs von Dirk Lottner. Nochmal Kontermöglichkeit, Müller. Müller muss er besser ausspielen. Kohler. Und Badster hängt am eigenen Mann, an Benjamin Kessel. Kohler. Nachspielzeit ist bereits angebrochen. Dürholz. Koffi. So, Abseitsentscheidung. Noch ein kleiner Ergebnisservice für Sie. Mannheim gegen Offenbach. Aktuell 1:2 der Spielstand. Das heißt, also auch die Mannheimer lassen Punkte liegen, dass die noch 3 abgezogen bekommen aufgrund einer Strafe wegen der Ausschreitungen im Relegationsspiel, wissen Sie alle.
ist das der Tag, an dem sich für den ersten FC Saarbrücken vieles ändern wird. Und wie verkraftet die SVE diesen kleinen Rückschlag? Denn normalerweise dürfte hier nichts mehr passieren. Saarbrücken führt mit 2:0. Fanol Perdedei und Sebastian Jakob, die Torschützen in der wilden zweiten Hälfte, die wieder viel wettgemacht hat im Vergleich zu den ersten 45 Minuten, als die Zuschauer, als sie und wir nicht wirklich verwöhnt wurden. Am Ende wird das aber ein hochverdienter Sieg des ersten FC Saarbrücken sein. Auch wenn die SV Elversberg natürlich nach der gelb-roten Karte besser ins Spiel kam, mehr Spielanteile bekam, auch ein, zwei gefährliche Situationen herausarbeiten konnte. Aber halt eben nicht mehr. Kohler. So, jetzt sind wir 2 Minuten über die reguläre Spielzeit. Konnte nicht erkennen, wie viel Nachspielzeit der Schiedsrichter da gegeben hat. Sei es drum. Elversberg, Verzweiflungsversuche sind das. Unser Brücken steht dicht. Achtung, Perstaller. Und nochmal Eckball, weil Kessel sich dazwischen wirft. Die Wechsel beim ersten FC Saarbrücken, die haben sich bezahlt gemacht. Also Benjamin Kessel hat für Stabilität gesorgt, definitiv. Bungu Dika hat den einen oder anderen Ball vorne mal gehalten. Aber der wird noch einige Zeit brauchen, um zu seiner Form zu finden. Achtung! Nochmal die SVE, Wunguidika. Und Kohler, Dirk Lottner. Mahnt Zuordnung an, Bart sicher. 3 Minuten jetzt über diese 90 Minuten. Wir sind in der Extrazeit. Und Offenbach führt mittlerweile mit 3:1 gegen Mannheim. Also, Bewegung ist drin an diesem Spieltag Nummer 12 in der Regionalliga Südwest. Der FC wird hier gegen die SV Elversberg gewinnen. Da lege ich mich jetzt hier fest, aber das ist auch keine große Kunst. In diesem Moment ist es vollbracht. Glückwunsch an den ersten FC Saarbrücken und ja, die SV Elversberg, die wird sich grämen, weil die Analyse mit Sicherheit in die Richtung gehen wird, dass man etwas aktiver hätte sein müssen heute hier im Hermann-Neuberger Stadion. Saarbrücken 2, Elversberg 0, das ist das Ergebnis, aber es steckt viel mehr dahinter. Psychologisch wird das mit Sicherheit einen Schub geben bei der Mannschaft von Dirk Lottner. Die SV Elversberg wird das nicht aus der Bahn werfen. Die haben schon viel Schlimmeres erlebt in dieser Saison. Und Blau-Schwarz, die werden sich jetzt an diesen Sieg klammern. Ihn hochhalten und darauf rumreiten diese Woche. Und das zu Recht. Denn sie haben eine Antwort gefunden auf die Niederlage vergangene Woche beim FCH. Die oft angesprochene, heute war das viel, viel besser. Eine schwurblige und etwas ja, schwammige erste Hälfte, wo es im Grunde nur darum ging, keine Fehler zu machen und nicht in Rückstand zu geraten. Und in der zweiten Hälfte, ja, da macht's der FC. Da macht es Fanol Perdedei, auch individuelle Klasse, Fernschüsse. Das weiß die gesamte Liga, das kann er. Auch wenn er Glück hatte, dass der Ball noch leicht abgefälscht wurde. Es wird ihm völlig egal sein, auch ihm, Dirk Lottner. Wurscht, wie das Ding reingeht. Das Gleiche gilt für die Elfmeterentscheidung, die Sebastian Jakob da nutzte. Und so werden die heute mit einem befreiten Gefühl nach Hause gehen, die Fans des FC. Klar, alle wissen hier, das ist noch nicht die Mannschaft, die sie sich wünschen. Auch mannschaftsintern werden sie sich dessen ganz sicher sein. Aber sich aus so einem Tief rauszukämpfen, das hat doch auch Qualität. Und das wird Dirk Lottner jetzt deutlich ansprechen. Ich sage Tschüss. Und Thomas Bramel übernimmt an dieser Stelle.
Dankeschön, Frank Grundhefer, für 90 spannende Minuten und den Sieg des ersten FC Saarbrücken. Mit einem Ohr waren ja viele auch schon beim Spiel von Waldhof Mannheim gegen Offenbach. Und da freuen sich die FCS-Fans über einen 3-1-Sieg der Offenbacher. Bei mir ist Roland Salz, der jetzt zu mir kommt. Ja, Ihr erstes Fazit. Ja, es war enttäuschend. Ja. War zu wenig von uns heute, muss man ehrlich zugeben. Der Sieg geht voll auf Ordnung, ist verdient. Und dass so unmittelbar ein Spiel sein kann, ist es schon ein bisschen schade. Ja, wir fangen einfach mal an, wie es denn losgegangen ist. Die Fans haben vom 1. FC Saarbrücken Vollgas gefordert. Der FCS kam raus aus der Kabine und hat Vollgas gegeben mit Fanol Perdedei und dem Treffer zum 1:0. Mike Egelseder hat abgefälscht, das ist sicherlich unglücklich, aber war da die Mannschaft nicht da? Nein, ich meine, einer aus 25 Meter schießt, das kannst du nicht verhindern. Und wenn man die letzten Wochen sieht, das bringt jetzt zwar nichts, wieder zurückzublicken, aber was wir für Tore bekommen, wieder abgefälscht. In Frankfurt war es schon so, gegen Dreieck war es schon so. Also wir kriegen momentan lauter solche Tore. Es tut weh und deswegen waren wir dann leider nach der Halbzeit aus dem Spiel. Gelb-Rot gab es in der 56. Minute. Darüber diskutieren wir im Moment nicht, sondern schauen uns gerade das zweite Tor an, den vorausgehenden Elfmeter. Für Sie ein Elfmeter? Ja, ich war zu weit weg. Ich muss mir das nochmal anschauen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Er geht mit gestreckten Beinen raus, geht auf Zeitz, aber es ist natürlich in den Zweikampf hinein. Dirk Lottner mittlerweile da, Elfmeter oder nicht, Dirk Lottner? Zu kurz für da, okay. Ah, da ja, war schön Bein. Das lange Bein vorne weg. Ja. Ja, also insofern kann man geben, hat auch Frank Grundhefer gesagt. Elfmeter wurde gegeben und das 2:0 für den FCS durch Sebastian Jakob. Damit klare Sache, aber man muss sagen, die SVE natürlich mit vielen, vielen Spielen dann danach noch in der Überzahl einfach dann schon aufgewacht, aber dann zu wenig genutzt. Ja, beides. Ja. Zu spät aufgewacht, nicht genutzt, vielleicht auch wieder zu wenig Glück. Ich glaube, 2-3 Mal durch den 16er, Platz fliegt ins Leere, aber der Ball geht nicht ins Tor. Das sind ja dann die Kleinigkeiten, aber es war halt so. Anerkennung von Roland Salz, als Sie noch nicht da waren. Anerkennung auch für Ihre Mannschaft, von Ihnen selbst eben im Kreis. Oder welche Worte haben Sie gefunden? Ja, definitiv. Also ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir zu elf gespielt haben, waren wir die klar spielbestimmende Mannschaft. Haben auch versucht, denke ich, ein bisschen mehr Fußball zu spielen. Elversberg viel über das Umschaltspiel kommen wollen. Ne? In der zweiten Halbzeit noch mal ein bisschen tiefer gestanden, gar nicht mehr angelaufen. Also ich glaube schon, dass wir eine sehr konzentrierte Leistung gesehen haben, dass wir natürlich diesen Elfmeter zum 2:0 auch brauchten, um es unter die Runden zu bekommen. Das ist uns, denke ich, auch klar. Aber ich glaube trotzdem, dass die rote oder beziehungsweise gelb-rote Karte ein Stück weit überzogen war. Dankeschön. Wir müssen ganz schnell machen. Ich sage Ihnen noch, dass Waldhof Mannheim gegen Offenbach mit 1:3 verloren hat und dass Homburg 0:0 gespielt hat. Aber im Moment interessiert die beiden nur das, was hier auf dem Platz passiert ist. Dankeschön für das Spiel. Dankeschön. Und auch ein Dankeschön an Sie. Und nochmal einfach der Hinweis, 17.30 Uhr, das Ganze nochmal aufbereitet. Und dann viel, viel mehr Tore aus der Fußball-Regionalliga. Sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Tschüss, danke fürs Zuschauen.